Oktober nicht ganz einfach, auch gerade über das Thema zu sprechen, was jetzt zwar fast nicht mehr zurückliegt, aber trotzdem in kleinen Parallelen aufweist. Und was ich besonders erschreckend jetzt nach meiner Vorbereitung des Vortrages und nochmal bei der Auswahl der Quellen beobachtet habe, die gleichen Argumentationsmuster europäischer Linker zur, sagen wir mal, ja, Bezugnahme zu solchen Ereignissen in Gewaltkontexten. Also alles, was wir heute in Social Media in verschiedenen Veröffentlichungen, Publikationen lesen, warum Hamas und Ähnliches eigentlich gar nicht so schlimm sind und warum sie sich eigentlich einem Freiheitskampf widmen, findet man auch in dieser Geschichte und teilweise wortgleich wie heute, was ich immer wieder erschreckend finde. Also wenn man auch von der Geschichtslosigkeit bestimmter Strömungen der Linken spricht, ist das, finde ich, auch ein gutes Beispiel, weil tatsächlich die Entlastung von terroristischen Attacken palästinensischer Organisationen heute wie damals sehr ähnlich funktioniert. Da vielleicht ein kurzer Einstieg. Generell, was will ich heute Ihnen erzählen? Es geht, wie schon angekündigt, um die Flugzeugentführung nach Entebbe, die meiner Meinung nach, und ich meine, da sind sich viele Historikerinnen und Historiker einig, klar im Schatten der Landshut steht, aber gerade für die deutsche Geschichte auch eben mit Blick auf palästinensische Organisationen, die Zusammenarbeit auch als Vorgeschichte von der Landshut-Entführung unglaublich wichtig ist und man immer wieder in den Blick nehmen muss, weil sie auch viel über Antisemitismus in der Linken erzählt, ganz breit eben auch eingebettet ist in diese Gewaltnetzwerke der 70er Jahre und deswegen meiner Meinung nach ein viel zu wenig beachtetes Kapitel deutscher Gewaltgeschichte mit palästinensischen Verbindungen. Genau, wie möchte ich heute meinen Vortrag gestalten? Ich fange mit einer Einleitung an und ich habe heute einen wenig anderen Einstieg gewählt, nämlich ein FAQ, also die wichtigsten Fragen erstmal am Anfang gestellt, eigentlich zur Flugzeugentführung nach Entebbe. Weil immer wieder, wenn ich Vorträge zum Thema gehalten habe, ist mir aufgefallen, dass dazu relativ wenig Basiswissen da ist und deswegen starte ich heute einmal mit Basiswissen, um dann tiefer in den Forschungsstand und in die Quellen zu gehen. Dann mir anzuschauen, wie es eigentlich sein kann, das wurde ja gerade in der Einleitung auch schon erwähnt, dass deutsche Linke aus Frankfurt am Main mit einmal ein Flugzeug nach Entebbe, Uganda, entführen und wie quasi diese ganzen Verbindungen stattgefunden haben, wie sich das entwickelt hat, die Vorgeschichte von Entebbe und des Weiteren. Dann, ganz spannend, auch darüber habe ich jetzt in letzter Zeit eben am meisten publiziert, die Frage der Entführung und Geiselnahme an sich. Bisher ist eben als Hauptquelle selbstverständlich die Aussagen der Geiseln genommen worden. Es sind die Aussagen und Akten des deutschen Krisenstabes genutzt worden, aber ein ganz zentraler Bestandteil oder Quellenbestandteil, der bisher noch nie ins Auge gefasst wurde, ist eben die ugandische Perspektive, die aber ganz zentral ist. Und da ist es mir gelungen, reiner Zufall, das ist manchmal das Glück des Historikers im Archiv, eine Akte durchzugucken, die schon hunderte vor mir durchgeguckt haben, aber in dem Moment richtig hinzugucken und mit einmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber 400 Seiten Untersuchungsbericht zu finden, den vorher noch nie jemand aufgefallen ist und immer überblättert wurde. Und dieser Untersuchungsbericht aus Uganda, von der ugandischen Armee selbst, ist eben eine Quelle, die Ereignisse im Entebbe nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten lässt. Und da möchte ich Ihnen heute einiges daraus vorstellen. Des Weiteren wichtig natürlich die Befreiung der Geiseln. Das hat einmal natürlich den wichtigen Grund bis in die Gegenwart, dass der Bruder von Benjamin Netanyahu da gestorben ist, was für ihn bis heute letztlich auch ein Diskurs oder Narrativ im Diskurs ist, um seine eigenen Handlungen gegen Palästinenser auch zum Teil zu rechtfertigen oder auch in ein größeres Framing zu packen, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Damit verbunden ist aber auch eben dieses Husarenstück, wie es ja auch in Israel dargestellt wurde. Man hat es geschafft, in einem so weit entfernten Land die eigenen Leute rauszuholen, was ein ganz zentraler Faktor war. Und natürlich aber heute oder bis heute noch die Erinnerung an die gestorbenen Geiseln und natürlich auch an Jonathan Netanyahu. Als letztes dann noch die Nachwirkungen, weil ich glaube, dass sie tatsächlich bis in die Gegenwart reichen und wir uns auch heute gern dann auch in der Diskussion nochmal Fragen stellen oder darüber diskutieren sollten, warum wir heute eigentlich stärker über Entebbe noch diskutieren sollten und was das eigentlich heute uns für den Diskurs bringt, da einiges an Wissen darüber zu haben. So, das sah dann hier anders aus, das tut mir leid. Aber gut, ich glaube, man kann es trotzdem ganz grob erkennen. Ich will Ihnen am Anfang, wie angekündigt, einfach so die Grundbasics einmal mitgeben, um was geht es eigentlich.
Also was geschah bei der Flugzeugentführung nach Endende? Am 27. Juni 1976 entführt ein gemischt deutsch-palästinensisches Kommando ein Flugzeug, das eigentlich auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris war. Mit einer Zwischenlandung in Athen, wo dann auch eben vier Terroristinnen und Terroristen der PFLP und der deutschen Internationalen Revolutionären Zelle einsteigen, beim Starten des Flugzeuges quasi direkt das Flugzeug übernehmen und eben das ganze Flugzeug in ihre Hand bekommen. Danach, und das ist auch spannend, weil das relativ selten bisher beschrieben wird, kommt es schon im Flugzeug zu einer Art Aufteilung. Und zwar wird eben ein Teil der Geiseln, oder es wird sehr früh probiert, herauszufinden, welche Staatsbürgerschaft haben eigentlich die Geiseln. Das ist erstmal, wenn man das als Einzelfall betrachtet, überraschend. Im Gesamtkontext palästinensischer Flugzeugentführung ist das aber ein Standardvorgehen, weil es eben für die Palästinenser einen ganz entscheidenden Punkt hat, indem man nämlich die Geiseln nach bestimmten Kriterien aufteilt, man bestimmte Verhandlungspartner an den Tisch bekommt. Das heißt, wenn man ein bunt gemischtes Flugzeug hat, wo insgesamt mehr als 10 Nationen sind, muss man theoretisch mit allen Nationen verhandeln. Wenn man aber gezielt die Geiseln nach bestimmten Kriterien aufteilt, da werde ich später auch noch drauf einkommen, im Fall Endebe, dann hat man die Möglichkeit, nur bestimmte Verhandlungspartner an den Tisch zu bekommen. Und das ist in der Regel das, was eigentlich die Palästinenser wollten, nämlich mit bestimmten Verhandlungspartnern diskutieren und auch verhandeln. Zweiter Punkt, ganz zentral, wer waren die Entführerinnen und Entführer? Zwei Palästinenser, die eben vorher schon relativ bekannt waren am palästinensischen Befreiungskampf, wie sie es selber genannt haben, und an verschiedenen Aktionen und auch Planungen beteiligt waren, und eben Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis Endebbe, war den beiden oder die beiden Namen selbst Ermittlungsbehörden in Deutschland ein Begriff oder der Name ist am Rande mal aufgetaucht. Man konnte aber mit ihnen nichts anfangen. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich dann die deutschen Akten anguckt und mit einmal wirklich gefragt wird, wer sind eigentlich diese Deutschen, die kennen wir gar nicht. Und dann tatsächlich so die Liste der Bewegung 2. Juni durchgegangen wird, nee, davon ist es niemand. Dann die Liste der RAF, nee, davon ist es auch niemand. Und man tatsächlich relativ lange, also insgesamt 4 Tage braucht, um zumindest erstmal Wilfried Böse zu identifizieren. Bei Brigitte Kuhlmann dauert es 4 Wochen nach der Geiselbefreiung, bis man überhaupt erst den Namen hat. Auch eine Geschichte, die so bisher eigentlich nicht bekannt ist, ihre Mutter muss sie anhand eines Bildes identifizieren. Also quasi die Israelis haben bei der Befreiungsaktion die hinterlassenen Geiselnehmer, die sie erschossen haben, fotografiert, die Bilder mitgenommen und dann an die Deutschen geschickt, um zu sagen, könnt ihr uns denn bei der Identifizierung helfen? Und es ging dann langsam voran und bis halt dann Brigitte Kuhlmanns Mutter gefragt wurde, die sagen konnte, ja, das ist meine Tochter. Also man sieht, es handelt sich hier im Gegensatz zu RAF-Mitgliedern nicht um bekannte Linksterroristinnen und Terroristen, sondern um eher unbekannte Linksterroristen, was aber überhaupt nichts über die Position der beiden im bewaffneten Kampf in Deutschland aussagt. Weil, und da mache ich jetzt einen ganz kleinen Umsatz von meiner Seite, ohne die beiden Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann hätte es die zweite Generation der RAF nicht gegeben. Die beiden unterstützen sehr früh Andreas Badegut und Enslin, sind bei der Mai-Offensive mit dabei, 72, die an Frankfurt beginnt, und wissen dann als eine von ganz wenigen Personen noch, wo diese Depots eigentlich sind, die die RAF in dieser Zeit angelegt hat. Und das ist ganz spannend, weil dann aus der zweiten Generation der RAF Personen wieder auf die RZ zurückkommen und die fragen, wo liegen eigentlich manche Sachen von uns. Und die RZler helfen dann quasi der zweiten Generation der RAF dabei, ihre eigenen Depots eigentlich wieder zu finden und rüsten damit die zweite Generation der RAF auf. Was sie auch tun, die Mitglieder der revolutionären Zellen, sie unterstützen die zweite Generation der RAF mit Papieren, mit ganz, ganz verschiedenen logistischen Hilfestellungen und so weiter. Also das ist ganz zentral. Die sind super wichtig für die Geschichte der RAF und sind bis heute in diesem Kontext noch überhaupt nicht wahrgenommen worden. Obwohl, wenn man sich die Ermittlungsakten anguckt, da das spätestens ab 77, 78 eigentlich auch bekannt war. Dann, was bei den beiden besonders wichtig ist, das sind mit wenige Personen, die tatsächlich fast alle Mitglieder der Bewegung 2. Juni kannten, die fast alle Gründungsmitglieder der RAF kannten und dann natürlich die Mitglieder der revolutionären Zellen kannten. Also das sind quasi Personen, die tatsächlich wussten, wo sie in Berlin Bewegung 2. Juni Mitglieder treffen können. Das waren Personen, die auch, dadurch, dass sie nicht im Fokus der Ermittlungsbehörden standen, in die Gefängnisse gehen konnten und mit Andreas Bader und Gudrun Enzin selber noch sprechen konnten. Also wenn man so möchte, sind das wirklich Drahtzieher, die einfach von den Ermittlungsbehörden bis 75 überhaupt nicht auf dem Schirm waren. Und ich finde, das ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir bisher viel zu viel auf die RAF-Geschichte gucken.
deswegen auch der ein bisschen reiserische Titel, ich gebe es zu, im Schatten der Landshut, aber die revolutionären Zellen stehen gesamt auch im Schatten der RAF. Und wenn man gerade die Verbindungen zwischen deutschen und palästinensischen Gruppen verstehen möchte, kommt man nicht um diese beiden Personen herum. Dazu gehe ich, oder darauf gehe ich aber gleich noch genauer ein. Wie viele Geiseln wurden genommen und wie wurden sie behandelt? Das ist eine ganz spannende Frage, weil insgesamt sind es eben 248 Geiseln, die genommen werden. Dazu kommen noch die Crewmitglieder. Es gibt, und das ist ganz wichtig, und da fange ich jetzt schon mal ein bisschen an, Quellenkritik zu üben, gerade unter den Geiseln extrem unterschiedliche Beschreibungen, wie die Geiseln immer mit ihnen umgegangen sind und wie mit den anderen Geiseln umgegangen wurde. Und das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt. Geiseln und gerade Opfer von politischer Gewalt sind für Historikerinnen und Historiker wirklich eine sehr, sehr schwierige Quelle, weil sie natürlich in einer traumatischen Situation diese Ereignisse durchlaufen und sich teilweise aus traumatischen Gründen, teilweise auch aus vergessen wollen oder auch immer wieder erzählen und dann neue Geschichten aus den Erinnerungen machen, zum Teil sehr unvollständig, zum Teil angepasst, an das erinnern, was eigentlich passiert ist. Hier ist das Spannende, dass wir tatsächlich, es werden ja immer wieder Geiseln freigelassen, sofort Aufnahmen haben, wie die Geiseln das eigentlich wahrgenommen haben. Und dann könnte man ja denken, naja, da muss es ja recht ähnlich sein eigentlich, wenn die Geiseln sich so direkt nach dem Ereignis daran erinnern. Und man findet diese Akten unter anderem im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart und ist verblüfft, wie Personen, die in Reihen direkt voreinander, nebeneinander, hintereinander saßen, diese Ereignisse völlig unterschiedlich beschreiben. Also das geht los. Wie viele Geiselnehmer waren das eigentlich? Man hat in den ersten Beschreibungen von 4 bis 12 alles dabei. Da fragt man sich ja, wie kann denn aus 4 Personen 12 werden? In diesen Situationen ist das eben möglich, weil es ist eine unglaublich hektische Situation. Es passiert sehr viel in so einem Flugzeug und ist gerade für Geiseln unglaublich schwierig, da einen Überblick zu behalten. Dann ist auch ganz einfache Frage, wo wurden denn die Geiseln hinverfrachtet? Ein Teil der Geiseln sagt ganz nach vorne ins Flugzeug in die erste Klasse, die anderen sagen ganz nach hinten ins Flugzeug. Die anderen sagen, sie sind in der Mitte sitzen geblieben. Also das ist extrem spannend an diesem Beispiel und oft wird das ja gerade an der Selektion dann festgemacht, wie unterschiedlich die Geiselaussagen sind. Es findet sich aber über diesen ganzen Zeitraum letztlich immer wieder Momente, die aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben werden und so überhaupt nicht zusammenpassen. Und deswegen ist es echt schwierig, mit den Geiselbeschreibungen von damals zu arbeiten heute, weil je nachdem, welche Geisel man sich anguckt, kommt man zu sehr unterschiedlichen Aussagen auch darüber, was eigentlich passiert ist. Und bisher ist es leider in der Forschung so gewesen, dass die einen und die anderen Historikerinnen und Historiker oder Forscherinnen und Forscher entweder, wenn sie das eine beschreiben wollten, die einen Geiseln zitiert haben, oder wenn sie das andere beschreiben wollten, die anderen Geiseln genommen haben. Also letztlich, ganz böse gesagt, die Geiseln gegeneinander ausgespielt haben. Und deswegen ist das echt schwierig zu sagen, was ist da genau passiert. Was wir aber haben als definitive Aussagen, Personen, die vermeintlich als jüdisch wahrgenommen worden sind von den Palästinensern, sind deutlich schlechter behandelt worden als die anderen. Also das heißt, wenn vermeintlich orthodoxe Juden wahrgenommen worden sind aufgrund von Kleidung, Verhalten und ähnliches, sind die drangsaliert worden. Das ist eine ganz klare Beschreibung, die geht aus allen Quellen hervor. Es gibt die Beschreibung, dass auch eben gerade Brigitte Kuhlmann gegenüber Jüdinnen und Juden im Flugzeug besonders harsch aufgetreten ist. Da geht es aber schon wieder los, da hat man wieder verschiedene Meinungen. Manche sagen, die war unglaublich nervös, aufgeregt und hat deswegen impulsiver reagiert als die anderen. Manche sagen, ja, das war ihr Judenhass. Und da ist es auch schon wieder unglaublich schwierig, aber nichtsdestotrotz, also Juden oder vermeintliche Juden, es waren natürlich auch zum Teil dann imaginierte Juden von den Geiselnehmern, sind eben anders behandelt worden. Dann, was waren die Forderungen? Eine ganz zentrale Frage, weil Flugzeugentführungen unterscheiden sich schon ganz zentral von anderen terroristischen Anschlägen. Bei terroristischen Anschlägen, das haben wir erst am 7. Oktober wieder gesehen, ist eben das Ziel, so viele Menschen wie möglich in der Regel umzubringen. Das Ziel sind nicht bestimmte Personen, sondern Personen, die man einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Religion oder wie auch immer zuordnet, relativ wahllos zu töten. Es geht da eher darum, eine Nachricht auszusenden, ihr seid generell bedroht. Dann gibt es sowas wie Attentate, was man von der RAF ja ganz klassisch kennt, dass man eben einzelne Personen erschießt. Das ist dann schon wieder schwierig im Terrorismus, das festzuhalten, weil Terrorismus eben Angst und Schrecken verbreiten muss. Gezielte Attentate sind aber schon wieder was anderes, wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet. Eine Flugzeugentführung hat ein ganz anderes Ziel in der Regel, nämlich Geiseln zu befreien.
befreien oder nicht Geiseln, sondern inhaftierte palästinensische Freiheitskämpfer, wie das ja gerade schon mal gesagt wurde. Das Wichtige, was an Flugzeugentführungen und Geiselnahmen aber zu sagen ist, ist die Offenheit der Situation. Das heißt, wir haben relativ viele Beispiele palästinensischer Flugzeugentführungen, wo eben, wenn die Forderungen durchgeführt werden, zum Beispiel von Israel, was mehrfach passiert, dann auch alle Geiseln freigelassen werden, ohne dass ihnen Haar gekrümmt wird. Also es ist nicht so, dass die Geiseln freigelassen werden, oder also man sagt, man lässt sie frei, wer schießt sie dann, sondern gerade Anfang der 70er kommt es relativ häufig vor, dass Israel noch auf die Forderungen eingeht. Das endet eigentlich dann mit Olympia, mit dem Olympia-Attentat. Vorher geht man relativ häufig darauf ein, lässt quasi dann die Palästinenser frei und dann werden auch die Geiseln freigelassen. Also das ist ein riesiger Unterschied zwischen einem terroristischen Anschlag und einer Flugzeugentführung, diese Offenheit. Wenn quasi die Forderungen der Geiselnehmer erfüllt werden, dann lassen, bestimmt zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Geiselnehmer auch die Geiseln frei. Und ich finde, das muss man auch betonen, gerade ein kleiner Exkurs zur Olympia-Geiselnahme 72. Es wird häufig in der Forschung und auch in der öffentlichen medialen Darstellung das als Attentat bezeichnet. Attentat bedeutet aber letztlich, dass von Anfang an die Ermordung feststand. Also dass egal was passiert wäre, die Geiseln ermordet worden wären. Aber tatsächlich ist meiner Meinung nach zum Beispiel da der Begriff der Geiselnahme besser, weil es eine Offenheit zeigt. Hätte man die natürlich völlig übertriebenen und nicht erfüllbaren Forderungen der Geiselnehmer angenommen und hätte man tatsächlich die geforderten Palästinenserinnen und Palästinenser freigelassen, hätte man unter Umständen auch die israelischen Sportler befreien können. Das wird jetzt auch Teil der Olympia-Kommission sein, aber da will ich jetzt nicht so weit in die Richtung. Die Forderung in diesem Fall bei Entebbe war es eben, 40 inhaftierte Palästinenser freizupressen, 3 Mitglieder der RAF in deutschen Gefängnissen, 3 Mitglieder der Bewegung 2. Juni in deutschen Gefängnissen, 2 deutsche Terroristinnen und Terroristen, die man eigentlich in Nairobi vermutet hatte, die aber zu dem Zeitpunkt schon längst in Israel waren. Und eben Petra Schulze noch, eine Waffenhändlerin, die man auch im erweiterten Kreis der Linksterroristen zählt, die aber in der Regel tatsächlich Waffengeschäfte zwischen Bewegung 2. Juni, RAF, Roten Brigaden und Aktion direkt gemacht hat. Wie endete die Geiselnahme? Ich glaube, das wissen wir alle, da brauche ich nicht so lange drauf eingehen. Die israelische Spezialeinheit rückt mit mehreren Flugzeugen an und befreit in einer wirklich spektakulären Aktion alle Geiseln, bis auf 3, die eben im Feuergefecht erschossen werden. Dora Bloch, die man ja auch kennt, ist vorher schon aufgrund eines Verschlucken eines kleinen Knochens in ein ugandisches Krankenhaus geliefert worden und wird dann quasi aus Rache nachträglich ermordet. Ihr genauer Todes- oder die genauen Todesumstände sind bis heute umstritten. Da haben wir verschiedene Aussagen. Auf jeden Fall 4 israelische Geiseln sterben vor Ort. Was wichtig ist und was für mich ganz zentral ist, wenn man die ugandischen Untersuchungsberichte sich genau anguckt, wird deutlich, wie gefährlich eigentlich diese Aktion tatsächlich war. Wir haben von mehreren Kommandomitgliedern der Israelis die Aussage, das war eigentlich nur durch Glück überhaupt möglich, das zu machen. Wenn man sich aber tatsächlich die ugandische Seite anguckt, ist es nicht nur Glück gewesen, sondern auch ein völliges Versagen, letztlich glücklicherweise der ugandischen Armee, weil es gab mehrere Soldaten, es standen Flakgeschütze auf dem Flughafen, extra von der ugandischen Armee zur Abwehr von potenziellen Angreifern, in der Regel natürlich hat man mit Israelis gerechnet, aufgestellt. Und es gibt mehrere Beschreibungen, die tatsächlich Flakschützen an diesem Flak sitzen, das Flugzeug, das landende Flugzeug der Israelis im Visier haben und auf die Freigabe warten. Und dann der ugandische Offizier, weil er selber überhaupt keine Informationen hatte, immer gesagt hat, nein, wir schießen hier nicht auf ein Flugzeug. Das ist aber ein riesiger Unterschied natürlich, ob es quasi eine Glücksaktion war, weil man einfach sehr gut trainiert war und weil man die Aktion durchgeführt hat, oder ob man eben diese andere Geschichte kennt, die bisher noch nicht im Fokus stand. Und das ist nämlich tatsächlich das Versagen, Gott sei Dank, der ugandischen Armee, die ohne Probleme die ganzen Flugzeuge hätte sowohl beim Start als auch sowohl bei der Landung als auch beim Start abschießen können. Und das nur nicht gemacht hat, und das wird sehr deutlich in diesem ugandischen Untersuchungsbericht, weil die ugandische Armee zu dem Zeitpunkt wirklich letztlich führerlos war, ohne militärische Strategie gearbeitet hat und, das darf man auch nicht vergessen, die Soldaten zum Teil nicht Munition hatten. Also die eingesetzten Wachsoldaten, wie das damals hieß, waren zum Teil bewaffnet mit 5 Schuss in ihrem Magazin. Man will gar nicht ausdenken sich, wenn alle diese Soldaten tatsächlich voll aufmunitioniert gewesen wären, dann wäre das für die Israelis mit hoher Wahrscheinlichkeit anders ausgegangen. Deshalb ist es mir ganz wichtig, hier darauf hinzuweisen,
Dass die Geiselnahme so endet, wie wir das heute wissen, ist nicht nur Glück, sondern tatsächlich auch ein Versagen, Gott sei Dank, ich sage es immer wieder, der ugandischen Armee gewesen. Und das ist in der israelischen Aufarbeitung intern auch immer wieder besprochen worden, dass es eigentlich eine Aktion war, die hätte nur in die Hose gehen können und aus so viel glücklichen Umständen und eben, weil man auch einfach das probiert hat, womit eigentlich soweit keiner gerechnet hat, das durchgeführt hat. Und im Nachhinein, da gibt es ja mit Mozzi Betzer und vielen anderen Kommandomitgliedern, die selber mit dabei waren, die sagen, dass wir das überlebt haben, war reines Glück. Wenn man die ugandische Seite sich anguckt, dann muss man dem absolut zustimmen und sagen, dass das wirklich eigentlich absoluter Wahnsinn war, diese Aktion, und einfach durch Glück eben geklappt hat. Eine ganz zentrale Fragestellung, Jeffrey Herf ist schon angesprochen worden, ist eben die Frage von Idi Amin. Welche Rolle hat eigentlich der ugandische Diktator gespielt? Bisher ist man der Meinung gewesen in der Forschung und Wissenschaft, dass eben Idi Amin in irgendeiner Weise eingeweiht sein muss, weil wie kommt man denn sonst auf die Idee, ein Flugzeug nach Entebbe zu bringen? Entebbe liegt so weit weg, auch von eigentlich allen palästinensischen Stützpunkten, also Aden und so weiter und so fort, dass es erstmal sehr unwahrscheinlich schien, dass man tatsächlich diese Entführung einfach zufällig hat in Entebbe enden lassen. Tatsächlich habe ich mich jetzt sehr intensiv, insgesamt 3 Jahre, auch genau mit dieser Frage auseinandergesetzt und verschiedene auch staatliche Akten, unter anderem Frankreich, Israel, Deutschland und so weiter, mir angeguckt und komme da zu einem etwas differenzierteren Blick auf die Sache, und nämlich, dass Idi Amin am Anfang tatsächlich nicht eingeweiht war, dann aber, als das Flugzeug gelandet war, alles dafür getan hat, um sich besser darzustellen. Also es war ab dem Zeitpunkt, wo das Flugzeug gelandet ist, seine Idee, wie kann ich denn jetzt eigentlich für mich den meisten Profit rausholen. Und am Anfang war das, tatsächlich so viele Geiseln wie möglich zu beschützen. Als er dann wusste, okay, hier geht es hauptsächlich darum, israelische Staatsbürger von den anderen Geiseln abzutrennen, ist er voll auf die palästinensische Seite gekippt, weil Israel war sowieso sein Gegner, und ist voll mit draufgegangen und hat gesagt, wir unterstützen auch die Palästinenser hier vor Ort. Und das ist eben ganz zentral und ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es am Anfang, und da gibt es zum Beispiel, und das ist eine sehr spannende Quelle, dem vom damaligen Außenminister Herzog, der sich auf einen niederländischen Untersuchungsbericht bezieht, da fragt man sich, was haben eigentlich die Niederlande mit Entebbe zu tun? Eigentlich gar nichts. War ein gefakter israelischer Bericht, um eben dann vor der UN quasi irgendwelche Argumente auch zu haben, warum Israel eigentlich in Entebbe einmarschieren durfte, letztlich über die Luft. Weil völkerrechtlich war das nicht gedeckt, da ist man sich einig, da gibt es mittlerweile genug auch wissenschaftliche Forschung dazu, dass es völkerrechtlich nicht gedeckt war, was auch erstmal gerade für den historischen Kontext auch gar nicht so die große Rolle spielt, weil im Völkerrecht damals auch deutlich weiter ausgedehnt wurde, als es, oder ja, gut, eigentlich heute leider wieder sehr weit ausgedehnt wird, das muss man sagen. Aber letztlich hat da der israelische Botschafter probiert, eben Argumente zu finden, warum Israel handeln musste. Und das ist ganz spannend, weil dieser Bericht, alles was er wünscht, stimmt einfach nicht und ist halt wirklich eine Entlastungsfunktion damals gewesen, die man heute sehr gut nachvollziehen konnte. Und da musste natürlich, weil man hatte die ganze Luftwaffe von Idi Amin mit zerstört, als man direkt gelandet ist, auch Argumente finden, warum Idi Amin denn eigentlich das Problem war. Und das hat man dann eben über Jahre lang auch aufrechterhalten. Mittlerweile ist man sich aber in der Forschung einig, dass sich eben Idi Amin dann erst vor Ort auf die Seite der Palästinenser geschlagen hat. Dazu komme ich aber gleich nochmal ausführlich. Welche Auswirkungen hatte die Flugzeugentführung nach Entebbe? Eine ganz zentrale, die heute viel zu selten gesagt wird, ist eben die Flugzeugentführung der Landshut, ein Jahr später im deutschen Herbst. Die Flugzeugentführung der Landshut ist ohne Entebbe nicht denkbar. Das zeigt sich an ganz, ganz vielen Beispielen. Erstens, warum unterstützt ein palästinensisches Kommando RAF-Mitglieder im Herbst 1977? Dafür gibt es eigentlich keinen Grund, weil zwischen der zweiten Generation und der PFLP-EO, also der Gruppe und Wadi Haddad, gibt es zu dem Zeitpunkt so gut wie gar keinen Kontakt mehr. Also was passiert da eigentlich, dass Wadi Haddad ein komplettes Kommando zusammenstellt und ohne dass das jetzt wirklich sicher ist, dass man damit Erfolg hat und auch relativ spontan sich dazu entscheidet, quasi die Landshut zu entführen. Und da ist es eben entscheidend, in die Geschichte zu gucken, und zwar auf Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann wieder. Brigitte Kuhlmanns Tarnname, also ihr arabischer Tarnname, war Halime. Das gesamte Kommando der Landshut heißt Halime. Es ist quasi eine Hommage, ein Dankeschön an Brigitte Kuhlmann nachträglich gewesen, weil Wadi Haddad hat immer seinen Kommandos versprochen, wenn ihr inhaftiert werdet
oder wenn ihr fallt, rächen wir euch. Viele Aktionen von Wali Haddad sind nur durch die vorherige zu erklären, weil sie immer darauf aufbauen, dass sie quasi entweder, wenn ein Kommando schief geht, die Personen gefangen genommen werden, dann eine Flugzeugentführung gemacht wird, um diese Person freizupressen, oder aus Rache für die gefallenen eigenen Kameraden. Und das ist ganz zentral zu denken. Das andere, was man natürlich da nicht vergessen kann, wer hilft quasi der RAF dabei, diesen Kontakt herzustellen? Das ist Johannes Weinrich, der einzige heute noch inhaftierte Linksterrorist in der Bundesrepublik Deutschland, der immer noch in Tegel sitzt, der seit 1994 ununterbrochen da in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt, den ich insgesamt 6-mal jetzt besuchen konnte und mit dem ich auch gerade über diese Frage gesprochen habe. Und er hat ganz klar gesagt, wenn ich damals nicht diese Kontakte hergestellt hätte, zusammen mit anderen Mitgliedern der internationalen revolutionären Zelle, wäre die RAF zu diesem Zeitpunkt nie unterstützt worden. Und das darf man eben nie vergessen, weil oft sieht das so aus, als wenn das eben über Ideologie funktioniert, als ob diese Kooperation nur über eine gewisse Art und Weise quasi auf einer theoretischen Ebene funktioniert. Nee, aber es sind ganz, ganz häufig eben, und deswegen spricht man auch heute in der Forschung von Gewaltgemeinschaften, es sind Gemeinschaftsgefühle, es ist sowas wie Rache, es ist sowas wie Unterstützung, es ist sowas wie wir helfen den anderen eben in speziellen Situationen, wenn es eine bestimmte Art und Weise eine Dankbarkeit darstellt. Und die Landzugentführung ist ohne diese persönliche Note nicht zu verstehen. Und ich finde, das ist ein ganz zentraler Faktor neben ganz, ganz vielen anderen. Der Ausbau eben zum Beispiel vom Kampf gegen Flugzeugentführungen nach Endebbe gibt es ja dann von der PFLP-EO letztlich nur noch in Anführungsstrichen die Landzugentführung. Danach sackt das ja massiv ab, weil zum Beispiel eben an Flughäfen deutlich mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und so weiter. Ein ganz zentraler Punkt. Ein zweiter ganz zentraler Punkt ist Ulrich Wegener, der, wie man lange Zeit nicht wusste, selbst vor Ort war in Endebbe und eigentlich die entscheidende Figur für Israel war, weil er mit Jonathan Netanyahu und seiner Kampftruppe seit eigentlich 72 dauerhaft Ausbildungen gemacht hat. Das heißt, sie waren engstens miteinander befreundet, hatten spezielle Kanäle, worüber sie reden konnten und die Bundesregierung sich eben dazu entschieden hat, sofort, weil man wusste, dass ja zwei deutsche Kommandomitglieder dabei sind, Wegener und den BKA-Mitarbeiter runterzuschicken und er fungiert da unten letztlich als Auge, Ohr und Sprachrohr der israelischen Sonderkommandos, die dann eben einfliegen. Ohne Ulrich Wegener wäre das undenkbar gewesen und auch wieder mit Blick auf die Landshut, Ulrich Wegener hat das quasi alles vor Ort mitbekommen, hat danach auch die komplette Aufarbeitung in Israel mitgemacht, das heißt die Nachbesprechungen, die Nachtrainings und so weiter und ist auch deswegen nur quasi so geschult gewesen, um dann ein Jahr später in Mogadischu überhaupt die Aktion der GSG 9, die erste erfolgreiche und bis heute noch oft besprochene Aktion Feuerzauber durchzuführen. Das sind alles so Elemente, da erzähle ich Ihnen jetzt sehr viel, das sind sehr viele Informationen, die muss man aber mitdenken, wenn man eben über diesen ganzen Kontext, über diese ganze, das ist wirklich alles nur zusammen zu verstehen und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den ich Ihnen heute Abend mitgeben möchte. So viel zu dem Thema. Dann gehen wir ganz allgemein nochmal einen Schritt zurück und schauen uns mal den Forschungsstand an. Einige der Bücher, gerade Unerklärte Kriege gegen Israel, gibt es mittlerweile auch in deutscher Übersetzung bei der BBB. Ich habe gesehen, das war kurzzeitig jetzt vergriffen. Ich glaube, es ist wieder da. Da glaube ich für 2 oder 4 Euro, wer das noch nicht hat, unbedingt besorgen. Es ist wirklich ein tolles Buch, weil es eben ganz genau zeigt, wie Ostdeutschland und eben manche Gruppen aus der bewaffneten Linken ab 1967 letztlich zusammen mit Palästinensern zusammengearbeitet haben. Dann ist ein ganz umstrittenes Buch letztlich die Legenden um Endebbe geschrieben von Markus Mohr oder herausgegeben. Herausgegeben ist aber ein bisschen, naja, weil er einfach die meisten Beiträge selber geschrieben hat. Bis auf einen, den es vorher schon gab, den er wieder nur aufgenommen hat. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Der eben ganz, ganz klar Stellung bezieht und sagt, naja, alles was da passiert, hat nichts mit Antisemitismus. Letztlich ist die ganze Flugzeugentführung ein Akt antizionistischer Aktionen. Im größeren Kontext Palästinenser, also vom palästinensischen Befreiungskampf und muss auch als solches gelesen werden. Über dieses Buch, und deswegen bin ich doch dankbar, dass es das gibt, auch wenn ich tatsächlich extrem kritisch diesem Buch gegenüberstehe, sind sehr viele Diskussionen aufgekommen. Also gerade auf Agali und ähnlichen Plattformen ist extrem viel über das Buch und über verschiedene Details davon diskutiert worden und Endebbe ist tatsächlich wieder so ein bisschen in die öffentliche Wahrnehmung gekommen, ohne aber im breiten Publikum anzukommen. Im breiten Publikum
dominiert die RAF alles, das muss man ganz klar sagen. Aber gerade im Fachpublikum und gerade auch in der Wissenschaft hat dieses Buch, gerade weil es so polarisiert und so umstritten ist, unglaublich viel angestoßen und letztlich mich auch mit dazu gebracht, mich mit dem Thema zu beschäftigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, und das ist ganz spannend, gibt es ganz, ganz viele unglaublich spannende Bücher auf dem Markt, die noch nie in Betracht gezogen worden sind, bisher in der wissenschaftlichen Forschung. Richard Ellackmann sagt den wenigsten was, wer sich aber mit Endlevel und der Flugzeugentführung auseinandersetzt, wird seinen Namen kennen, weil er der Botschafter, der westdeutsche Botschafter zu diesem Zeitpunkt in Uganda, oder besser gesagt in Uganda ist und eben auch in Endlevel vor Ort ist. Er ist derjenige, der die Standleitung quasi zum Krisenstab in Bonn hält. Also er ist das, der jederzeit, wenn eine neue Info kommt, direkt an den Krisenstab in Westdeutschland alles durchfunkt, von wo aus auch wieder Informationen nach Israel gehen. Das darf man auch nicht vergessen. Also er ist eine ganz zentrale Figur. Er ist spannenderweise, als das Flugzeug entführt wurde, auf Heimatbesuch, ist also quasi am Bodensee zu dem Zeitpunkt, wird dann vom Krisenstab angerufen, gesagt, du hast 2 Stunden Zeit, komm sofort nach Bonn, wird mit einem Hubschrauber abgeholt. Da steht schon Ulrich Wegener und BKA-Mitarbeiter. Die sollen dann in eine Lufthansa-Maschine gehen. Und das kennt man, wenn man heute sich ein bisschen mit Regierungsfliegern auseinandersetzt. Das Problem gut. Das Flugzeug funktioniert natürlich nicht. Deswegen müssen sie in ein Linienflugzeug gepackt werden und kommen letztlich relativ spät erst in Endeavour selber an und fangen dann aber ab dem Zeitpunkt an, quasi Informationen zu sammeln, die ganzen diplomatischen Beziehungen aufzubauen. Ellackmann ist direkt in die Unterhaltung mit Idi Amin eingebunden, weil er zu dem Zeitpunkt noch einen guten Stand hatte. Das hat sich dann nach Endeavour rapide geändert, muss man ganz klar sagen. Er ist quasi derjenige, der den französischen Botschafter, der als Hauptdiplomat vor Ort die Federführung der Verhandlungen hat, unterstützt, weil er unglaublich Erfahrung zu diesem Zeitpunkt schon war. Er ist heute knapp 100 Jahre alt, wohnt hier tatsächlich direkt in der Nähe in Bonn, will auch immer noch ein Interview mit mir führen, hat aber immer noch so einen vollen Terminkalender, dass es nie dazu kommt. Hat aber Gott sei Dank das Glück, sein Stellvertreter ist mittlerweile 83, glaube ich, mit dem konnte ich jetzt vor kurzem sprechen. So dass er mir dann quasi, ich konnte seine Erinnerung aus dem Buch quasi nehmen und dann noch die Erinnerung seines Stellvertreters, der tatsächlich von Anfang an in der Ebbe dabei war. Das ist ein Buch, was überhaupt noch nicht in Betracht gezogen wurde in der wissenschaftlichen Forschung, was ich sehr spannend finde und auch sehr schade, weil Ellackmann den ganzen ugandischen Kontext einbringt. Was ist die Vorgeschichte? Wie reagiert eigentlich oder was ist das Verhältnis zwischen westdeutschen und ostdeutschen Botschaften? Darf man ja nicht vergessen, das sind ja sehr eigentlich konfliktbeladene Verstrickungen der Zeit, die verstehen sich aber extrem gut im Ende. Und das ist sehr selten. Die natürlich nicht offiziell, treffen sich aber regelmäßig zu Hause, privat, trinken miteinander und sind tatsächlich befreundet. Und das ist auch spannend, nach Ende immer gerettet, wenn man so möchte, der ostdeutsche Botschafter, dem Ellackmann so ein bisschen letztlich seinen Ruf, weil er dann für ihn Stellung sogar ergreift und sagt, nee, damit hat er wirklich nichts zu tun. Sehr spannend, also dieses Buch kann ich nur jedem empfehlen. Es zeigt aber eben auch, was eben in der Vorgeschichte läuft und warum zum Beispiel, was bisher in der Forschung sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, so viele Palästinenser vor Ort waren. Weil das ist eben auch ein Punkt, der ist bisher in der Forschung zu wenig betrachtet worden. Als die Maschine dann tatsächlich relativ zufällig landet, können sofort Palästinenser an das Flugzeug ran, unterstützen die Geiselnehmer vor Ort, entlassen die so, dass die sich erstmal schlafen legen können und so. Und warum ist das eigentlich? Ellackmann erklärt das ganz gut, weil Idi Amin nach dem Bruch mit Israel wenige Jahre vor der Flugzeugentführung nach Entebbe die palästinensische, also die PLO und deren Ausbilder ganz gezielt nach Uganda holt und letztlich die Palästinenser die ugandische Armee im Untergrundkampf und gerade im Guerillakampf ausbildet. Das heißt, es gibt eine stehende Truppe von 300 Palästinensern vor Ort, die das ugandische Militär ausbilden. Und das ist natürlich dann für die Flugzeugentführer wirklich auch ein Zufall, dass genau aus diesen Ressourcen natürlich Unterstützung kommt. Und spannend ist auch, bisher wird häufig gesagt, Idi Amin hätte direkt den Geiselnehmern Waffen geliefert. Wenn man sich aber Wegener und Ellackmann und so weiter anhört, was die dazu schreiben, ist es eben so, dass die Palästinenser dann mit Autos dahin fahren, die mit Handgranaten, mit Sturmgewehren und allen möglichen versorgen. Und Idi Amin lässt das zu. Aber die Waffen kommen nicht direkt von ihm. Ist jetzt ein minimaler Unterschied, ist aber wichtig zu wissen, dass da einfach eine unglaubliche Zahl an Palästinenserinnen und Palästinensern sowieso schon vor Ort ist. Alles das erfährt man hier aus 14 Seiten Ellackmann. Und das finde ich schon spannend, dass das eben bisher noch nicht in den Blick genommen wurde.
Des Weiteren muss man sagen, der Forschungsstand zu Entebbe ist gut, aber sehr einseitig, weil eigentlich immer wieder die gleichen Quellen genutzt werden. Es sind häufig eben einzelne Geiselaussagen, die dann gegeneinander, wie ich das schon gesagt habe, ausgespielt werden. Aber zum Beispiel gerade die französischen Geiseln, da gibt es eine zweibändige, riesige, dicke Sammlung, wo alle französischen Geiseln ganz gezielt das berichten, was sie erlebt haben, bis zu dem Zeitpunkt natürlich, dass sie ausgeflogen worden sind. Die sind bisher noch überhaupt nicht mit reingenommen worden, weil sie eben, oder nicht weil, aber obwohl sie eben so ein breites Spektrum eben auch an verschiedenen Eindrücken wiedergeben. Ein Punkt, der wenig beachtet wurde. Dann natürlich dieser durch mich, durch Zufall entdeckte Untersuchungsbericht, wo mir so richtig auch keiner erklären kann, wie kann das eigentlich sein, dass da alle drüber geblendet haben. Zum Beispiel auch Jeffrey Hirth zitiert, wenn man so möchte, die Seite davor, aber übersieht dann den Untersuchungsbericht, was ich wirklich also spannend finde. Mir ist es aber selber auch schon so gegangen. Also da kann man, das passiert immer mal wieder, nochmal ein spannendes Beispiel, Olympia-Attentat 72. Es hieß immer, es sind 200 Palästinenserinnen und Palästinenser, die freigepresst werden sollen. In jedem Buch findet sich eine Akte, wo diese Zahl herkommt. Hätte man da 10 Seiten weitergeblättert, hätte man die volle Liste gefunden und hätte man die durchgezählt, wäre man auf 328 gekommen. Also das ist auch spannend, wo man sieht, wie Historikerinnen und Historiker manchmal wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und das finde ich spannend an diesem Beispiel. Was ansonsten sehr selten bisher als Quelle genutzt wurde, was ich aber auch unglaublich spannend finde, es gibt ab 1972 Briefe direkt aus dem palästinensischen Ausbildungslager. Sowohl der französische Geheimdienst, der israelische Geheimdienst, der britische Geheimdienst und die US-Amerikaner haben um die palästinensischen Ausbildungscamps sehr breitgliedrige und feinmaschige Netze aufgebaut, um immer wieder Informationen da abzufangen. Über die Israelis müssen wir gar nicht reden, die hatten ganz zentrale V-Leute mittendrin. Also gerade in der Gruppe von Wadi Haddad waren am Ende ein unglaublich hoher Anteil V-Leute, wie man das in Deutschland nennt, oder halt Untergrundmitglieder, wie auch immer, eben israelischer Provenienz, die spannenderweise oft diese Briefe eben dann aus den Camps abgefangen haben, kopiert haben und dann an den richtigen Empfänger gebracht haben. Deswegen eine Quelle, die bisher noch nie irgendwo aufgetaucht ist, diese Briefe zwischen 72 und 76, die alle im Hamburger Institut für Sozial- und History. Und ein unglaublich spannender Schatz, weil da finden wir nämlich auch die einzigen überlieferten Briefe von Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann, die zum Beispiel im Dezember 75 immer wieder nach Deutschland schreiben, die aber auch immer wieder an Wadi Haddad schreiben, der sich ja nie an einen Punkt aufgehalten hat, sondern immer bewegt hat. Und da ganz gezielt reinschreiben, das und das passiert hier gerade, die und die Leute sind da, mit den und den Planungen haben wir begonnen und du musst langsam mal wieder zurückkommen, weil wenn du hier nicht entscheidest, dann passiert hier gar nichts. Das sind alles Informationen, die bisher im Forschungsstand überhaupt noch nicht aufgetaucht sind, die aber unglaublich spannend sind. Was will ich damit sagen? Es scheint so, wenn man den Forschungsstand zu Entebbe betrachtet, zur Flugzeugentführung, dass wir viel wissen. Ich würde aber tatsächlich eher sagen, wir wissen sehr, sehr viel. Kommen wir jetzt tatsächlich mal zu den deutschen Mitgliedern des Kommandos, das dann das Flugzeug entführt. Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann. Mal eine ganz kurze Frage mache ich immer. Wer kannte vorher die beiden Namen? Das ist ganz, ganz typisch, weil sie eben, wie ich da vorhin schon mal angerissen habe, vergessen worden sind. Aber ohne diese beiden ist wirklich viel nicht zu verstehen. Jetzt habe ich das gerade mal im großen Kontext gemacht. Jetzt probiere ich das genau auf die Flugzeugentführung nach Entebbe mal festzumachen. Wilfried Böse ist, wie Brigitte Kuhlmann auch, sozialisiert in der 68er-Bewegung, Böse in Bamberg, Kuhlmann in Hannover. Bei Kuhlmann ist aber sehr spannend, dass sie am Anfang Anwaltsgehilfin ist und dann über den zweiten Bildungsweg erst Abi macht, dann an die neu gegründete pädagogische Fachhochschule in Hannover geht, da quasi in die 68er-Bewegung, die Spät-68er-Bewegung hineinkommt und von da aus, wenn man so möchte, ins Hannoveraner linksradikale Milieu kommt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Michael Fester der Name was sagt, ein ganz bekannter eigentlich Politologe, Sozialphilosoph, hat viele Begriffe, wie man ihn bezeichnet, der interessanterweise mit Brigitte Kuhlmann in der WG gelebt hat und dem mir ganz, ganz viel über sie erzählen konnte, nämlich wie sie quasi von einer Rechtsanwaltsgehilfin völlig ohne politisches Interesse
zu, eigentlich einer der Anführer in Hannover wurde, die dann auch bei verschiedenen Besetzungen dabei war, auch festgenommen wurde und so weiter. Und dann spannenderweise über eine Druckerei, sie hat in der WG eben in Fester und anderen gewohnt, angeschlossen war die Offizienverlag, heißt er heute, es war eine kleine Druckerei, wo linke Raubdrucke und so weiter gedruckt wurden, dann den ebenfalls von Bamberg nach Frankfurt am Main gekommenen und unter anderem den Verlag, kennen wahrscheinlich viele, Verlag Roter Stern, in Frankfurt gegründeten Raubdrucker Wilfried Böse kennenlernen, der nämlich genau zufällig in dieser Druckerei bestimmte Pamphlete, Bekennerschreiben, auch der RF und ähnliches drucken lässt und darüber lernen die sich kennen. Also ein reiner Zufall, dass jemand aus Frankfurt, der da ganz zentral ist, und eben Birgit Kuhlmann ganz zentral in Hannover durch diesen wirklich Zufall da aufeinandertreffen und der dann, wie wir wissen, letztlich 4 Jahre später oder 5 Jahre später in Endeffe gemeinsam erschossen werden. An den beiden lässt sich ganz gut zeigen, auch da wird viel zu viel über Ideologie geredet, wenn wir über die Radikalisierung von Linksterroristen in den 70er Jahren reden. Es sind ganz, ganz oft Zufälle, es sind ganz, ganz oft Freundschaften, es sind ganz, ganz oft Projekte, die man gemeinsam gemacht hat, woher man sich kennt, wo man dann sich später dann wieder trifft und aus diesen Gründen, weil man sich kennt, weil man sich vertraut, weil man gemeinsame Aktionen schon gemacht hat, entweder für die RF, Bewegung 2. Juni, Revolutionäre Zellen oder eine der unglaublich vielen anderen linksmilitanten Gruppen interessant wird und dann auch angeworben wird. Bei den beiden ist es wirklich dieser reine Zufall, dass sich beide in Hannover kennenlernen. Und das darf man da nicht unterschätzen. Und dann ist es natürlich passend, dass man die gleiche Ideologie hat, dass man eine gleiche Art und Weise Ideen von Gewalt hat, dass man ein gewisses Level an Militanz erreicht hat. Aber erstmal dieses reine Aufeinandertreffen ist ganz oft Zufall und daraus ergeben sich dann ganz, ganz viele andere Punkte. Ich könnte jetzt viel zu den beiden noch sagen, es gibt unglaublich viel zu erzählen. Ich zeige auch mal 2 Bilder, weil eigentlich kennt man nur, und die habe ich auch mit Absicht nicht mitgenommen, die vermeintlichen Fahndungsfotos der beiden. Aber das sind 2 Bilder von ihnen in relativ jungen Jahren. Das eine zeigt Brigitte Kuhlmann ungefähr mit 17, das ist ein Bild von ihrem Ex-Freund, man sieht den Arm noch von ihm, den habe ich jetzt mal rausgeschnitten, aus Hannover, der mir die ganzen Bilder zur Verfügung gestellt hat. Das andere ist Wilfried Böse in der 12. Klasse bei einem Ausflug mit einem Fass Bier. Also man sieht ganz normale Menschen, die aber aus Fahndungsfotos ganz anders aussehen und die deswegen auch, die Fahndungsfotos, da werden Sie keinen von beiden erkennen. Und auch RZ-Mitglieder, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, wir waren immer froh, dass es diese Fahndungsfotos gab, da hätte die eh niemand kaum erkannt. Und hier sieht man mal quasi, wie beide aussehen. Und eine ganz zentrale Figur, die man aber vielleicht kennt. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen direkt erkennen. In der ersten Reihe unten, der zweite von rechts, Kadi Wolf, der für die Geschichte der internationalen revolutionären Zelle, der revolutionären Zelle an sich, aber auch für ganz, ganz viele andere Gruppen sehr wichtig ist. Weil es auch aufgenommen wird, gleich der Hinweis, man kann Kadi Wolf nicht nachweisen, dass er etwas mit der Entstehung der revolutionären Zellen zu tun hat. Man kann Kadi Wolf nicht nachweisen, dass er etwas wusste von der tatsächlichen Entstehung der revolutionären Zellen. Aber was man ganz deutlich sagen kann, er hat diesen ganzen Untergrund, wenn man so möchte, die ganze Logistik, alles, was möglich gemacht hat, dass zum Beispiel Wilfried Böse überhaupt die Palästinenser kennengelernt hat, dass Wilfried Böse die Mitglieder der Black Panther Party kennengelernt hat, dass Wilfried Böse ganz verschiedene, zum Beispiel Nordkorea, ja, wichtige Personen kennengelernt hat. Das funktioniert alles nur über Kadi Wolfs Connections, die er eben unter anderem als SDS-Bundesvorsitzender aufgebaut hat. Und von da aus hat er wahrscheinlich, muss man einfach sagen, aber ich bleibe hier auch ganz bewusst im Konjunktiv, überhaupt diese Netzwerke, die später zu Gewaltnetzwerken werden, mit initiiert, ohne natürlich zu wissen, was dann daraus entsteht. Bei Kadi Wolf ist das große Problem, er ist wahrscheinlich die spannendste Quelle, die aber leider nichts dazu sagt. Er beruft sich ungefähr seit fast 20 Jahren darauf, dass er eine Autobiografie schreibt, um diese ganzen Verstrickungen, diese ganze Entstehung näher zu beschreiben. Er hat es aber bisher noch nicht gemacht. Was ganz wichtig aber ist, dass eben das Milieu in Frankfurt entscheidend auch für die Prägung von den beiden ist. Weil da kommen ganz, ganz viele Faktoren dazu. Erstens ist Frankfurt am Main eines der Hotspots der Palästinenser zu der Zeit. Also die Fatah ist unglaublich präsent. Abdellah Franji, den man heute immer noch kennt, den Namen wahrscheinlich auch fast jedem hier im Raum etwas sagt, der eben für die PLO damals gesprochen hat, der die Fatah letztlich auch gesprochen hat, der zum Beispiel auch von den Geiselnehmern im Olympiadorf angerufen wurde, mehrfach wurde an diesem Tag probiert, seinen Privatanschluss in Langen anzurufen.
all diese Connections, die er damals auch in Deutschland hatte, laufen zentral über Frankfurt am Main. Die Palästinenser sind unglaublich präsent in Frankfurt und bringen damit natürlich gerade auch diese starke oder die eigentlich nach dem Sechstagekrieg aufkommende Wendung der Linken von einem sehr pro-israelischen zu einem extrem negativ besetzten Israel-Bild voll in Gange, indem sie eben auch Munition liefern. Weil das Spannende ist, dass nur in West-Berlin und in Frankfurt am Main alle quasi Schriften der Fatah auf Deutsch übersetzt worden sind. Von eben linken Aktivistinnen und Aktivisten, die einfach sich selber arabisch beigebracht haben oder das zum Beispiel aus Aufenthalten im arabischen Raum oder so weiter kannten und diese wirklich auch Hetzschriften zentral für das Milieu übersetzt hatten und dann mit einmal natürlich daraus auch ein ganz anderer Drive gekommen ist, weil man nochmal eine ganz andere Debatte, eine ganz andere Diskurse hat. Und das darf man einfach nicht vergessen. Was dann eben auch dazu kommt, das ist auch ein wichtiger Punkt, der vergessen wird, ist der Frankfurter Häuserkampf, wo ganz zentral eben auch mit antisemitischen Bildern gearbeitet wurde, weil eben so wie auch der Zufall und natürlich auch zum Teil eben die Kapitalstruktur in Frankfurt das wollte, nicht wenige der Großgrundbesitzer in Frankfurter Westen eben jüdischer Herkunft waren. Und dann das natürlich zusammengeflossen ist mit den alten und immer wiederkehrenden antisemitischen Stereotypen, eben des raffgierigen Juden, der das Westen platt machen möchte, um noch mehr Kapital zu akkumulieren und so weiter. Also da trifft sich in Frankfurt Anfang der 70er Jahre eine ganz auch wirklich radikalisierungsfördernde Melange aus ganz verschiedenen Punkten. Es gibt dann zum Beispiel auch kleine Theaterstücke, wo ganz gezielt antisemitische Stereotype immer weiter verbreitet werden und so weiter. Also da entwickelt sich, wenn man so möchte, auch ein Teil antisemitisches Milieu, was natürlich massiv auch Einfluss auf Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann nimmt. Und was man nicht vergessen darf, sehr früh gibt es eben die Kontakte zu Palästinensern und Palästinenserinnen. Das bedeutet, man kann wahrscheinlich feststellen, also der erste direkte Aufenthalt von Wilfried Böse im palästinensischen oder in einem palästinensischen Camp in Nordafrika wird aktuell auf Mitte, Ende 1971 datiert, wo er sich quasi schon zu einem zentralen Treffen, spannenderweise das Treffen, wo dann die Olympia oder das Olympia-Attentat oder die Olympia-Geiselnahme vorbereitet und vorgesprochen wird, da ist Wilfried Böse auch schon dabei. Und Wilfried Böse ist auch dann dabei, als die PFLP-EO sich immer weiter in Paris ausbreitet. Es gibt ja dann die Europazelle der PFLP-EO, anfangs unter anderem geführt von Michel Bourcabal, der dann von Carlos ermordet wird, in Paris. Und Paris wird, wenn man so möchte, zum Hauptstützpunkt der Palästinenser in Paris und von da in Europa. Und von da aus werden ganz, ganz viele Aktionen geführt. Und das ist meiner Meinung nach ein Punkt, da widersprechen mir viele AZ-Mitglieder, viele unterstützen mich dabei, aber auch Brigitte Kuhlmann hat für Ulrike Meinhof 1972 nach der Mai-Offensive die Wohnung besorgt, wo sie festgenommen worden ist. Spannenderweise natürlich in Hannover. Weil Brigitte Kuhlmann und Ulrike Meinhof sehr enges Verhältnis zu dem Zeitpunkt hatten, sehr stark in der Mai-Offensive unterstützt. Und Ulrike Meinhof hat sich sehr stark auf eben Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann verlassen. Brigitte Kuhlmann, die Geschichte kennt man mittlerweile öfter erzählt, hat dann einen Lehrer quasi über Umwege gefragt, ob er nicht unbekannte Personen aufnehmen kann. Er hat dann die unbekannten Personen aufgenommen, hat aber dann kalte Füße bekommen, ist zur Polizei gegangen und Ulrike Meinhof wird festgenommen. Alles, was danach Brigitte Kuhlmann macht, also sehr spannend, ist die Befreiung von inhaftierten RAF-Mitgliedern. Und wenn man dieses Verhältnis zwischen Ulrike Meinhof und Brigitte Kuhlmann auch aus der Sicht von Personen gehört hat, die eben unter anderem die beiden gut kannten, darf man nicht vergessen, wie wichtig quasi auch diese Festnahme von Ulrike Meinhof war, um überhaupt auf die Idee zu kommen, RAF-Mitglieder freizupressen. Weil eigentlich sind die revolutionären Zellen mit einem anderen Anspruch mal gestartet, nämlich an Protesten in Deutschland anzudocken und die quasi mit Gewalt weiterzubringen. Das war so ganz grob gesagt die Idee. Aber mit einmal, ab dann Mitte 72, kommt das Thema, wie gehen wir eigentlich mit Gefangenen um? Ganz groß aufs Tableau und wird gerade von den beiden offensiv geführt. Und wenn man natürlich weiß, dass es ein unglaublich großes Schuldgefühl von Brigitte Kuhlmann gegenüber Ulrike Meinhof gab und sie dann quasi selbst dafür sorgen wollte, dass sie freigepresst werden kann, erklärt das nicht alles, aber erklärt zumindest einen Teil der Motivation, die sie dann auch letztlich nach Ende geführt.
Ich könnte Ihnen jetzt auch ganz, ganz viel erzählen über die Vorgeschichte, wie viele Flugzeugentführungen es in der Zeit gab und so weiter und so fort. Mit Blick auf die Zeit würde ich das aber gerne weglassen. Was ich aber Ihnen gerne noch erzählen wollen würde, ist, dass Entebbe eigentlich ab 1974 geplant wird. Entebbe ist nichts, was kurz davor oder ein Jahr vorher passiert, sondern es ist weit über zwei Jahre vorher, dass man sich darüber Gedanken macht. Die erste durch eine Zeitzeugenaussage von einem anderen Mitglied, RZ-Mitglied, verbürgte offizielle Aussprache von Kuhlmann und Böse, überhaupt ein Flugzeug entführen zu wollen, ist datiert auf Juni 1974. Deswegen passt es auch gut, dass mein Buch jetzt nächstes Jahr genau zu dem Zeitpunkt rauskommt, weil das eigentlich 50 Jahre Idee Flugzeugentführung Entebbe bekommt. Ist aber nicht so ein Plan gewesen. Das ist ein bisschen Zufall, kommt mir aber entgegen, sage ich auch ganz ehrlich. Und ursprünglich war es gedacht, ein Flugzeug nach Nordafrika zu entführen, am besten Libyen oder halt eins der wirklich eng verbündeten mit Palästinensern verbündeten Länder, da Geiseln auf verschiedene Hotelkomplexe zu verteilen, dass es nämlich eben unmöglich ist, sie zu befreien. Weil, das muss man natürlich sagen, wenn viele Geiseln auf einem Ort sind, ist das überhaupt die einzige Möglichkeit, sie zu befreien. Wenn man Geiseln auf verschiedene Orte verteilt, gibt es fast keine Möglichkeit, egal für welches Kommando auf der Welt, die rauszuholen, weil man bräuchte unglaublich viele Soldaten, man bräuchte unglaublich viele Involvierte und dann würde es sich sehr schnell rumsprechen. Das war die Ursprungsidee. Dann kommt es dazu, dass sie das aber nicht allein durchführen wollten, sondern in einem größeren Kontext aufbauen wollten, weil sie gedacht haben, damit mehr Druck aufzubauen. Und die Idee war, die Entführung von Peter Lorenz, die Geiselbe oder die Besetzung der Botschaft in Stockholm und eben Entebbe oder halt die Flugzeugentführung, ja nicht geplant, dann Entebbe die Flugzeugentführung gleichzeitig durchzuführen. Dazu gab es Gespräche mit Andreas Bader, Gut und Enzlin, dazu gab es Gespräche mit den führenden Mitgliedern der Bewegung 2. Juni. Und das Spannende ist, die haben das alles schon erzählt, aber es hat bisher einfach niemand wahrgenommen. Die Gründungsmitglieder der Bewegung 2. Juni haben in ihren eigenen Büchern da ganz offen darüber geredet und haben gesagt, irgendwann kam Wilfried Böse zu uns, hat uns den Vorschlag gemacht, wir haben gesagt, mit der RAF kooperieren wir zu dem Zeitpunkt nicht, deswegen haben wir es abgelehnt, die RAF hat gesagt, wir wollen keine Flugzeuge entführen und deswegen stand Böse dann allein. Interessanterweise war Böse in die Lorenz-Entführung involviert und war sogar, das kann ich nicht genau beweisen, aber es gibt einige Indizien dazu, im direkten Umfeld der Stockholm-Besetzung, selbst in Stockholm mit vor Ort. Und das zeigt, wie unglaublich integriert er einmal in dieses Nationale war, zeigt aber auch, wie er integriert war in das Internationale. Weil, das muss man sagen, als Punkt, bevor wir tatsächlich dann zur Flugzeugentführung selber kommen, Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann waren auf einer Ebene fast ein Quadriatat. Das kann man zum Beispiel daran sehen, an den internen Protokollen, die teilweise von Wadi Haddad geführt wurden. Wadi Haddad war ein unglaublich akribischer Protokollant und das hat immer seine Nichte gemacht. Es gibt zum Beispiel, das ist relativ bekannt, die Quelle von der OPEC-Geiselnahme im Dezember 1975, eine Nachbesprechung im palästinensischen Ausbildungslager. Und dieses Protokoll ist eben über einen dieser Wege, die ich vorhin erzählt habe, französische Geheimdienst, quasi dann heute in die Archive gekommen. Und da sieht man ganz genau, wie quasi so ein Nachgespräch stattgefunden hat und wer eigentlich welche Gesprächsanteile hatte und wer zum Beispiel auch Wadi Haddad widersprochen hat. Und die einzigen, die Wadi Haddad widersprochen haben, waren eben Brigitte Kuhlmann und Wilfried Böse in dem Moment. Alle anderen haben nur, wenn man so möchte, zu Protokoll gegeben, um was es ging. Und es gibt ganz viele andere Briefe von Wilfried Böse zum Beispiel, wo man auch das freundschaftliche Verhältnis zu Wadi Haddad sieht. Alles das muss man bedenken, wenn man dann eben auf die Flugzeugentführung nach Entebbe kommt. Und der letzte Punkt, der ganz, ganz entscheidend war, der dann den Auslöser für die Planung und Durchführung von Entebbe gegeben hat, ist eben, dass im Januar 1976 ein Kommando in Nairobi mit zwei Deutschen dabei, Brigitte Schulze unter anderem, mit der ich auch sprechen konnte, in Nairobi auf dem Flughafen ein LAL-Flugzeug mit der Panzerfaust abschießen sollte. Dieses Kommando wird, weil es eben Spitzel innerhalb der PFLP-EU gibt, verraten. Und dieses Kommando kann festgenommen werden. Brigitte Schulze und ihr damaliger Partner werden dann von den Israelis zusammen mit den Kenianern festgenommen, in einer Nacht- und Nebelaktion ausgeflogen, mehrere Wochen gefoltert und erst 4 Jahre später an die deutsche Regierung gesagt, wir haben übrigens einen von euch, die sitzen hier seit 4 Jahren bei uns im Gefängnis. Was auch dann riesige diplomatische Verwerfungen ausgeführt hat, ist aber eine andere Frage. Die Kampf ist aber auch sehr spannend. Und den beiden hat auch Wadi Haddad versprochen, weil sie wollten diese Aktion auf gar keinen Fall durchführen. Wenn euch was passiert, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir holen euch raus. Und bei diesem Versprechen, das unter anderem Ron Bergmann in seinem sehr guten Buch auch Die Schattenkrieger
beschreibt und was ich auch von anderen gehört habe, ist eben das Versprechen gefallen, wenn euch was passiert, wir holen euch raus, und zwar mit einer Flugzeugentführung. Und dann konnten Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann ihre alte Idee wieder rausholen und sagen, aber wir wollen nicht nur die beiden rausholen, sondern auch die RAF-Mitglieder. Ungünstig natürlich zu dem Zeitpunkt war, dass Ulrike Meinhof schon tot war, weil sie sich selber umgebracht hatte. Aber, und das muss man auch sagen, bei der Flugzeugentführung nach Entebbe ist das erste Mal tatsächlich aus deutscher Perspektive strategisch nach der Lorenz-Entführung wieder gedacht worden, weil man nicht gesagt hat, wir wollen alle RAF-Mitglieder freipressen, sondern drei der Bewegung 2. Juni und drei der RAF. Und zwar nicht die wichtigsten Personen in dem Sinne, sondern Personen aus der Kommandoebene, die die dritte Generation oder auch die zweite Generation sehr gut hätten unterstützen können, aber man wollte nicht Andreas Baader und Ähnliches, weil man gesagt hat, die kriegen wir eh nicht frei, sondern man wollte etwas Realistisches umsetzen und da waren eben die drei Mitglieder der Bewegung 2. Juni und der RAF. Und dann habe ich ja eben schon viel erzählt, das können wir jetzt überspringen, die Entführung an sich ist eben tatsächlich nach einem bestimmten Muster, das muss man auch sagen, die Vorbereitung von Entebbe, das hat mir Johannes Weinrich erzählt, dauert 6 Monate. Das ist so, dass es ein spezielles Ausbildungscamp der Palästinenser nur für Flugzeugentführungen gab. Da gab es quasi eine Maschine und mehrere Maschinen, es gab auch flugtüchtige Maschinen, das darf man auch nicht vergessen. Und der Vorteil, den Wilfried Böse hatte, er war leidenschaftlicher Segelflieger. Sein Vater war quasi unglaublich begeisterter Pilot, hat er an seinen Sohn weitergegeben. Und Wilfried Böse war in der Lage, durch die Ausbildung dann im Palästinensercamp, was nämlich auch unter anderem dafür oder damit zusammenhing, dass arabische Fluggesellschaften teilweise Terroristen ohne ihr Wissen, sagen sie, aber wahrscheinlich wussten sie, mit ausgebildet haben, ins Cockpit gelassen haben, er hat das Ding selber fliegen können. Und das ist auch was, was bisher zwar in der Forschung mal erwähnt wird, aber eigentlich untergegangen ist. Böse ist auch deswegen so gut da, weil er eben selber ein Pilot ist. Und die Entführung findet eben dann so statt, das Flugzeug wird in der Luft entführt, wird dann nach Benghazi in Libyen umgeleitet. Und das ist spannend, und das ist nämlich bisher auch wenig aus den diplomatischen Depeschen, die wir haben, herausgelesen worden. Wilfried Böse will also ab diesem Zeitpunkt mit Walid Haddad Kontakt aufnehmen, weil er merkt, oh, die Libyer sind aber ganz schön schlecht auf uns zu sprechen. Die nämlich einfach sagen, mit denen haben wir gar nichts am Hut, die unterstützen wir noch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war das Ziel, das Flugzeug eigentlich auf einem libyschen Flughafen. Es gab relativ kleine Flughäfen, nicht genau in der also im Zentrum, sondern abseits gelegen, anzufliegen. Aber die Libyer haben gesagt, weil eben zum Beispiel bei der OPEC-Geiselnahme ein libyscher Diplomat erschossen wurde, ohne Grund, mit euch wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Und die machen noch etwas, mit dem keiner gerechnet hat. Die sagen nämlich, Abu Hani kennen wir nicht. Wir können jetzt keinen Kontakt für euch herstellen zu dieser Person, ihr müsst weiterfliegen. Und Wilfried Böse und Walid Haddad hatten aber ausgemacht, dass sie eben ab dem ersten Landepunkt, das war ganz fest Benghazi, gemeinsam Kontakt aufnehmen und dann das weitere Vorgehen besprechen. Dadurch, dass aber die Libyer, und das lässt sich aus diesen Depeschen, die eben von libyscher und deutscher Seite vorhanden sind, sehr gut herauslesen können, gar nicht dergleichen tun, bleibt ihnen quasi nichts anderes übrig, als volltanken zu lassen und wieder wegzufliegen. Und dann beginnt etwas, was bisher sehr wenig geschildert wurde, ein wirklicher Irrflug über verschiedene Flughäfen. Was aber da spannend ist, Libyen macht alle Flughäfen sofort dicht. Alle angrenzenden Länder machen sofort dicht und es bleibt letztlich nicht viel anderes übrig, außer immer weiter Richtung Süden zu fliegen, weil man weiß natürlich genau, man darf nicht in die Nähe von Israel kommen. Also bewegt man sich, wenn man so möchte, in Afrika von Flughafen zu Flughafen, findet aber niemanden, wo man landen kann und, das darf man auch nicht vergessen, auch eine direkte Reaktion auf die Flugzeugentführung von Entebbe. Ein Jahr später in der die Landshut landet einfach notfalls auf dem Schotterbett. Das ist eine Erkenntnis quasi auch aus dieser Flugzeugentführung gewesen. Wenn die uns nicht landen lassen, dann landen wir, egal was passiert. Sonst passiert nämlich sowas wie hier im Endeffekt. Und es kommt dann dazu, was natürlich selbstverständlich ist, das Kerosin geht aus. Und das Flugzeug bewegt sich weiter im luftleeren Raum und ist irgendwann dann über ugandisches Luftgebiet. Und hier kommt dann der Diplomat oder der Botschafter von Frankreich ins Spiel, indem er nämlich sagt, bitte lasst unser Flugzeug, die Air France, in Entebbe landen, weil, auch ganz wichtig für Frankreich, war ja aufgrund der Kolonialgeschichte mit fast allen Ländern außenrum massiv verfeindet, nicht auch Uganda. Uganda hatte man den Wunsch und die Hoffnung, dass man so ein gutes Verhältnis hat, dass man am besten quasi aus dieser Situation rauskommen kann. Und deswegen, das ist auch spannend, der französische Botschafter wusste eher über die Fluglinie Bescheid, weil der Geheimdienst eben das besser auf dem Schirm hatte, als die Uganda.
weil die Uganda zu dem Zeitpunkt an dem Abend nur eine Person im Tower hatten, die einfach überhaupt nicht aufmerksam war und mit einmal irgendwann vom Geheimdienst quasi wachgeschüttelt wird, wirklich, und gesagt wird, hier ist die ganze Zeit Flugzeug, hörst du eigentlich nicht ab, was hier passiert, das kreist jetzt schon seit mehreren Minuten über unserem Flughafen, und er dann so, alles wunderbar in diesem Untersuchungsbericht nachzulesen. Das geht wirklich von Anfang bis Ende, ist das, was in Uganda passiert, eine Katastrophe für auch die Uganda, und es ist auch, das wird auch immer wieder in dem Bericht gesagt, unfassbar peinlich für die gewesen. Und dann kommt es eben dazu, dass der Botschafter sich direkt mit Idi Amin in Verbindung setzt. Idi Amin erlaubt dann die Landung, und das Flugzeug hätte nur 15 Minuten fliegen können. Also hätte man quasi nicht diese Landung zu dem Zeitpunkt erlaubt, wäre es abgestürzt. Und dann wären alle Insassen, alle Geiselnehmer, alle tot gewesen. Und eben mit der letzten Kerosinladung landet dieses Flugzeug, wird sofort von der Armee umstellt, was übrigens auch gedeutet wird als, naja, das ist ja eine Unterstützungsleistung. Tatsächlich war es aber eine Absicherung, weil es ein internationaler Flughafen war und man dieses Flugzeug erstmal wegbekommen wollte von der restlichen, also vom offiziellen Flughafen, und quasi auf diesen ausrangierten anderen Teil schieben wollte. Ich könnte jetzt auch ganz, ganz viele andere Geschichten darüber erzählen, was aber eben wichtig ist. Die Uganda nehmen dann Kontakt eben zu den Geiselnehmern auf, die aber spannenderweise nicht mit der PLO reden, weil es gibt ja einen PLO-Funktionär, der die ganze 300 Mann ausbildet, mit dem wollen die aber nicht reden. Und dann wundern die sich, warum wollen wir in die PFLP jetzt nicht mit der PLO gehen. Das liegt daran, dass einer der Geiselnehmer den kannte und ein unglaublich schlechtes Verhältnis zu dem hatte und deswegen nicht mit ihm reden wollte. Und man dann quasi gewartet hat, bis jemand aus Uganda da war, die haben sich sehr viel Zeit gelassen, quasi erst nach 2,5 Stunden taucht da jemand aus und dann erst Verhandlungen mit denen anfangen. Und dann wird quasi der PLO-Vertreter ausgetauscht gegen den anderen und dann reden sie auch mit dem PLO. Was auch unglaublich spannend und bisher überhaupt nicht beschriebene Sache ist. Dann wird eben relativ schnell verhandelt. Uganda, klar, unglaublich heiß in der Mittagshitze, dass man die Geiseln und alle, die da in den Flugzeugen rausholt. Ja, man hat aber gar keinen Platz für die. Und man bringt sie dann eben ins alte Terminal. Ursprünglich war geplant, die noch woanders unterzubringen, aber da stand noch zu viel Müll von den Japanern, die man 2 Jahre vorher aus dem Land gejagt hat. Und man all den Besitz, die Japaner in dem Land hatten, in diese riesige Halle geschoben hat. Das ging dann nicht, die war vollgestellt, also hat man sie ins alte Terminal gestellt, musste dann erst überhaupt das Wasser wieder anmachen und so weiter und so fort. Übrigens, davon sieht man auch sehr gut, dass sie eben nicht vorbereitet waren, dass es nicht geplant war, weil sie über 2 Stunden brauchen und hektisch erst mal anfangen, überhaupt vorbereiten zu können. Da war nichts vorbereitet und das finde ich sehr wichtig. Genau, dann geht es eben weiter, es kommt zu verschiedenen Verhandlungsrunden, das ist ja alles soweit bekannt. Und dann aber ein zentraler Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist die Aufteilung der Geiseln. Weil es eben da verschiedene Deutungen gibt und man das aus den Quellen, die mir vorliegen, ein wenig anders interpretieren kann, als es bisher häufig gemacht wird. Zunächst ist erstmal wichtig zu sagen, jede Flugzeugentführung lief relativ gleich ab. Es wurde zwar immer gelernt, aber der Ablauf war immer der gleiche. So wie ich vorhin geschildert habe, man hat geguckt, wer sind eigentlich die Verhandlungspartner, die man haben möchte. In dem Fall war das Frankreich, weil eben da Petra Schulze war, man wollte Israel, da sind die Palästinenser, man wollte die Deutschen, deswegen hat man deutsche Kommandomitglieder ausgewählt, und ansonsten wollte man eigentlich so wenig Personen wie möglich am Tisch haben. Ist klar, weil mit weniger Personen lässt sich es einfacher verhandeln. Eine der Erkenntnisse aus vorherigen Entführungen. Umso mehr Länder, umso mehr Nationen am Tisch sind, umso schwieriger wird es. Hier ist also die Idee, im ersten Moment quasi ganz klar zum Beispiel französische Staatsbürger als Zeichen der Verhandlungsbereitschaft und so weiter freizulassen. Für die Franzosen hatten in dem Sinne nicht den Stellenwert, weil da nur eine Person dabei war, Petra Schulze. Petra Schulze war die erste, die hätte man sofort von der Liste gestrichen, weil sie nicht so wichtig war. Muss man generell sagen, auf jeder dieser Listen standen immer Personen, die wichtiger waren als andere. Also man hatte von palästinensischer Seite, aber auch bei der Olympiageiselnahme von vornherein schon Streichkandidaten. Darf man auch nicht vergessen, die man dann aus vermeintlich gutem Willen gestrichen hat, die aber quasi nicht so wichtig gewesen sind, und da hat zum Beispiel Petra Schulze dazu gehört. Die wichtigsten Personen waren eben die in Deutschland Einsitzenden, weil nur deswegen machen Brigitte Kuhlmann und Hilfe Böse mit, und die in Israel Einsitzenden. Und dann kommt es aber zu dem Fall, also es gibt ein Formular, das findet man auch im Archiv, das darf man nur leider noch nicht zeigen, weil eben auch das immer mit Persönlichkeit, also es ist immer beschrieben, es gibt kein Blanko, und aus Persönlichkeitsrechten darf man das nicht zeigen, wie quasi abgefragt wurde, welche Person welche Staatsbürgerschaft. Und da gab es zum Beispiel die Möglichkeit, auch doppelte Staatsbürgerschaften anzugeben. Aber es gab auch die Möglichkeit, das wurde auch eingeräumt, nichts anzugeben. Und dann sind quasi die ganzen Pässe wurden eingesammelt und so weiter und wurden dann ausgewertet über einen relativ langen Zeitraum und dann festgelegt, und das ist eigentlich neben dem Antisemitismus,
Okkultismus, der natürlich da eine Rolle spielt, eigentlich das Makabere, dass man Menschen nach wertvoll und nicht wertvoll, nach Verhandlungsmaße einteilt, dass man quasi sagt, die sind hier wichtig für unsere Verhandlung und die nicht. Das finde ich ein Punkt, der viel zu wenig eigentlich gesagt wird, dass Menschen komplett nur noch nach wichtig und unwichtig, nach die haben einen Wert für uns und die haben keinen Wert für uns eingeteilt werden. Und eben, es gibt ein paar Fälle, die nicht ganz klar in diese Staatsangehörigkeit, Doppelstaatsangehörigkeit und so weiter eingeordnet werden können. Es gibt zum Beispiel den Fall. Wie lange brauchen wir noch? Nicht mehr. Wir müssen um Viertel nach neun hier draußen. Okay, ja, 5 Minuten. Und eben zum Beispiel das Ehepaar Karfunkel, die haben sich geweigert einzutragen, eben, was sie sind. Und sind dann, weil sie eben die ganze Zeit bei Israelis oder auch bei den jüdischen Ritualen, Essensritualen und so weiter mitgemacht wurden, mit in diese Gruppe hineingenommen worden. Die Frage ist natürlich jetzt, ist das quasi dann die Situation von Auschwitz? Da würde ich tatsächlich auch wieder den Geiseln ein bisschen das Wort geben, weil die das sehr unterschiedlich eingeschätzt haben. Natürlich für ehemalige KZ-Insassen, die das alles mitgemacht haben, die selber vielleicht sogar in Auschwitz waren, hat sie das natürlich allein durch das Vorlesen der Namen von durch Wilfried Böse, der starke deutsch-bayerische Akzent, darf man auch nicht vergessen, kommt ja aus Bamberg. Bamberg hat sehr stark dieses R-Geräusch, sehr stark an Auschwitz erinnert, ohne Frage. Andere haben gesagt, nee, das ist es nicht gewesen, das ist quasi eine Metapher, die man nutzen kann, die man aber nicht sollte. Was ich aber hier an dem Punkt ganz wichtig mitteilen möchte, ist eben, die Aufteilung ist überwiegend nach israelisch Doppelstaatsbürgerschaften und Unbekannten gemacht worden und nicht nach jüdisch-nicht-jüdisch. Weil wenn man das gucken würde, oder wenn, das ist mittlerweile oft erzählt worden, das passt aber in der Menge nicht. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem in Zweifelsfällen quasi jüdisch als Argument dann genommen wurde, um eine Person da zu behalten oder nicht. Aber der Hauptpunkt, das zeigen auch andere Flugzeugentführungen, ist eben die Staatsangehörigkeit. Aber wie gesagt, das bedeutet nicht, dass nicht der Arrest auch eine Rolle gespielt hat. Dann kommt es eben zur Befreiung nach insgesamt 7 Tagen, die ja dann wirklich aus Sicht der Israelis relativ gut funktioniert. Das muss man natürlich immer unter Angesicht von 3 erschossenen Geiseln sehr vorsichtig formulieren, aber man schafft es eben, die Geiseln zu befreien. Da habe ich Ihnen einmal, man findet auch im Internet einen kompletten Operationsbericht auf Hebräisch zur Aktion, da kann man das alles wunderbar nachlesen, wie das geplant wurde und so weiter. Man könnte jetzt auch ganz viel darüber erzählen. Am Ende kann man aber sagen, es ist geglückt, obwohl es eigentlich nicht hätte geglückt oder es hätte eigentlich nicht können, weil einfach so viel dagegen gesprochen hatte, aber trotzdem der Zufall und das Glück haben dann doch am Ende dafür gesorgt, dass es glimpflich stattgefunden hat. Genau, die Nachwirkungen würde ich jetzt ganz kurz nochmal einmal das Opfergedenken. Das Opfergedenken ist in Israel ganz zentral und auch wichtig, spielt eine riesige Rolle und ist bis heute natürlich auch durch den Tod von Jonathan Netanyahu über den gerade Ministerpräsidenten ganz zentral auch Teil der israelischen Erinnerungskultur. In Deutschland keinerlei Spuren von Erinnerungskultur an die Flugzeugentführung nach Entebbe, außer wenn es um den Antisemitismus geht. Dann wird dieses Thema immer prominent hervorgeholt, ansonsten gar nicht. Gerade eben auch die Geiseln und so weiter spielen gar keine Rolle. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir eben wichtig ist, ist die Professionalisierung danach, wie man eben mit solchen Aktionen oder auch mit Terrorismus weltweit umgeht. Was Israel hier geschafft hat, war tatsächlich, wenn man so möchte, ein Sonderfall, weil man unglaublich weit von zu Hause weg eine Aktion gewagt, geplant und durchgeführt hat, die am Ende noch erfolgreich war. Wie gesagt, ohne diese Aktion GSG 9, Mogadischu, unvorstellbar, dadurch erst vorstellbar. Und genau, dann würde ich aber mit Blick auf die Zeit, jetzt habe ich viel zu lange geredet, auch hier schließen und eben hier einfach nochmal am Ende darauf hinweisen, dass es für das Verständnis überhaupt Linksterrorismus, palästinensische Verbindung zu Linksterrorismus und aber auch eben was davor und danach passiert, unglaublich wichtig ist, sich mit diesem heute fast vergessenen Detail, wenn man so möchte, was aber viel wichtiger eigentlich ist, von deutsch-palästinensischen Verbindungen näher auseinanderzusetzen, weil es noch unglaublich viel Spannendes zu entdecken ist. Vielen Dank.